Die echte Welt ist einfach nicht mehr schön. Sie sieht noch schön aus an manchen Stellen, die noch unberührt sind, aber ansonsten. Ja. Ich finde Bits halt für die. Ja, die Perma-Emotes sind auch nicht schlecht. Da habe ich die Rupees als Platzhalter. Da habe ich keine Idee. Weil das, es sollte natürlich irgendwas Geldbezogenes sein, aber einfach nur dann eine Laxo, das als T1-Bit einen Geldschein schmeißt oder Münzen wirft, dann wird es immer mehr und irgendwann schmeißt es fetten Dollarscheine, irgendwann vielleicht Bündel oder Goldbarren, einfach das ein bisschen upgraden. Weiß ich auch nicht. Ist schwierig. Das soll halt. Jetzt habe ich nochmal Glut eingesetzt, ne? Das war dumm. Sollte auch ein bisschen passen. Also, dass man da Perma-Emotes haben kann, ja, ist cool. Aber, was packst du da rein, dass nicht so dumm ist? Blöd gesagt. Ist halt auch schwierig. Wenn ich mir Bits holen möchte, würde ich über Google Play machen. Mit den kostenlosen Punkten. Kann ich mal so dumm. Wir arbeiten daran, diese Stellen kapitalistisch zu optimieren. Ja, so ungefähr. Das ist quasi eine Beschreibung für alles in der Welt heutzutage. Ja. Scheinbar habe ich endlich das T3-Emote für die Bits. Oh, hast du endlich? Nach wie lang? Über einem Jahr? Ich habe dir aber schon mal gesagt, schreib einfach dem Support mit, hey, du hast genug Bits ausgegeben. Muss es wirklich geldbezogen sein, gerade weil die permanent sind? Finde ich immer ganz cool, das Allgemeines da reinzupacken, was man immer wieder benutzen kann. Ja, aber da finde ich natürlich das Beste, was Allgemeines wie eben so Sachen, die man halt oft benutzt. Ein Sleep, ein Fun High, etc. Die in die normalen Sub-Slots reinzupacken. Also die ganz universellen, die man eh dauernd benutzt, die würde ich in die Sub-Slots packen. Aber dass man da schon coole Emotes insgesamt reinpackt, ja. Wenn die Follow-Emotes dann auch cool sind. Ich würde erstmal die normal klassischen Slots mit anständigen, in Anführungszeichen, Emotes füllen, die man auch normal als Sub bekommt. Und die Special-Pay-Slots kann man danach dann in Ruhe füllen. Die haben da eher deutlich niedrigere Gewichtigkeit. I'm sorry für die zwei Leute, die Emotes haben. Ihr habt halt einfach nur Rupees jetzt. Soon. Irgendwann. 95 Bits kosten halt auf Mobile Twitch 2,19. Holy shit, das ist halt mehr als das Doppelte sogar. Hey, Brüller. Hör mal da, du bist voll der Brüller. Entschuldigung. Vielleicht so welche, die man gerne hätte, aber ins Standard-Roster nicht mehr passen. Wie ein Gasp, Evil und sowas. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber wie gesagt, für mich ist das halt die Priorität sehr weit hinten. Ich würde erst alle anderen Emotes gerne. Perfekt, der Crit war gut. Alle anderen Emotes gerne. Eben mit anständigen, in Anführungszeichen immer noch, anständigen Emotes befüllen. So, dieser Trainer ist doch der Trainer, den wir für den Mew-Glitch benutzt haben. Wie ist denn das? Kann man den nochmal herausfordern, oder? Wie ist, weil der Fight triggert ja dann trotzdem nur eben mit einem Mew als Wildkampf. Das weiß ich gar nicht. Ich würde den aber einfach nicht benutzen. Oh mein Gott. Also den Trainer. Vielleicht kann man den für einen anderen Glitch schon nochmal benutzen. Sag mal! Ich weiß, dass ich lustig bin. Ich habe jetzt 95 Bits, stell mal TTS für ein Bit ein. Nope. TTS ab 1 Euro. Sowohl Bits als auch Donations. Da musst du noch 5 Bits irgendwo sonst woher kramen. Ich wüsste gerade noch nicht mal, wo ich das umstelle, to be honest. Ich weiß es wirklich nicht. Das wurde einmal eingestellt und seitdem läuft das als stabiles, funktionierendes System. Ich habe da nie wieder dran rumgefummelt und habe es auch nicht vor. Wahrscheinlich auf Stream Elements? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Never change a running system.
Diesen Spruch habe ich sehr verinnerlicht. Aber ja klar, Google will halt auch ihr Geld über ihren Shop. Was haben die für den Cut? 20%, 30%? Wohin läuft das System denn weg? Den Bach runter. Such's dir aus. Nein, so schlimm ist es ja auch nicht. So. Madara, welches Level hast du? Ich habe gar nicht aufgepasst. 21. Du musst noch 14 Level machen, bis du dich entwickeln darfst. Erst auf Level 35 erlernst du Flammenwurf. 30%! Gott. Kann ich mich mit den Anteilen in die Bits einklinken? Ihr könnt hier gerne irgendwelche Shareholding-Bit-Gemeinschaften machen. Solange die Bits zum Schluss auf meinem Konto landen, da bin ich voll dabei. Ich laufe jetzt in mein Bett. Das ist auch schön. Ich habe mein Bett auch schon länger nicht mehr gesehen jetzt. Blutzug war ja auch kurzzeitig eine Idee, aber Omod hat halt wirklich kein gutes Moveset. Deswegen leider nicht. Wir können mal ganz kurz nebenbei gucken. Woolpix. So, was hättest du denn an Schaufler ist ein TM-Move. Schädelwumme, Sternschauer, Feuersturm ist... Kann man Feuersturm nicht kaufen? In der... Also irgendwo muss noch ein Händler sein. Was? Hey, Matti! Hallöchen! Guck mal, einen gelben Raid. Bin falsch. Ich bin immer noch beeindruckt, dass überhaupt Leute zugucken. Hallöchen. Bei euch gab's... Oh Gott, Darksiders. Darksiders 2. Ich weiß, dass es sehr beliebt ist. Ich hab's damals gespielt. Ich hab's günstig auf einer Internetseite erhalten, die digitale Schlüssel anbietet. Diese 2 Euro hätte ich bis heute gerne zurück. Ich hab wirklich für 2 Euro damals gekauft. Und Quickie, schönen guten Abend auch dir. Hi. Ich weiß, dass ganz viele lieben das. Ich hatte aber damals irgendwie gar keinen Spaß damit. Ich hab's dann nochmal gesehen bei anderen und es sah dann auch eigentlich ganz cool aus. Ha! Ich wollte es dann immer nochmal spielen, aber ich hab's dann einfach nicht mehr gemacht, weil die Erinnerung daran war halt einfach so. Oh nee. Und Quickie, danke, dass du Matty versubbt hast. Hab's von Twitch Prime. Ja, okay, kostenlos ist das Spiel okay. Vicky, vielen, vielen Dank. 60 Abos hast du hier schon verschenkt. Sag mal, what the fuck? Das ist ordentlich. Ein Klassenkamerad meinte mal, Darkseid, das ist wie Zelda. Ja, wie Skyward Sword vielleicht. Mag Skyward Sword einfach echt nicht. Sag ruhig. Wird mit dem Release und Patches besser, aber du musst halt das Hexic Slay mögen, was? Hexic Slay per se mag ich. Großer Fan. Devil May Cry, Dante's Inferno, immer noch ein großartiges Hexic Slay. Wenn ihr ein schönes Hexic Slay wollt, das eine gute Story auch hat, auch in Anführungszeichen geschichtliche Relevanz, weil Dante's Inferno bezieht sich auf die göttliche Komödie von Dante Alighieri. Sehr gutes Spiel, gute Story, hat richtig Spaß gemacht. Gibt's für PS3 und Xbox 360. Davon hätte ich gern ein Remake, Remaster für PC. Dürfte man halbwegs günstig kaufen können. Lass mal gucken. Was kostet so ein Dante's Inferno auf eBay? Komm mal. Dante's Inferno. Ich hab's damals leider irgendjemandem geliehen, meine PS3-Version noch nie zurückbekommen. Was ich sehr bereut habe. Ich weiß auch nicht mehr, wem ich's geliehen habe. Da 8 Euro. Oder Preisvorschlag plus Versand. Ja. Und für 8 Euro kann man das kaufen. Da 9 Euro für Xbox. Was wäre vielleicht irgendwas? Okay. 15 Euro. Ah, es gibt eine PSP-Version. Die ist teurer. Interessant. Ja, aber so für, sag mal, ungefähr 10 Euro kriegt er das Spiel gebraucht. Das ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. Deswegen Hack and Slay mag ich sehr gerne. Auch God of War natürlich. Ich muss die alten auch mal spielen.
Das zweite hatte ich aber besser in Erinnerung. Selbst kostenlos ist es mehr. Oh. Ja, das ist auch dann meine Meinung von damals. Und was, wow, Blackie? Weil ich spiele das Skyward Sword. Skyward Sword ist kacke. Das ist das einzige Zelda, das ich nicht fertig gespielt habe. Und wo ich mitten in mir gedacht habe, nee, ich habe keine Lust mehr. Das macht so keinen Spaß. Ich fand Skyward Sword furchtbar. Nee. Alle anderen, mit allen anderen Zeldas, auch die zwei DS-Teile. Ey, Skyward Sword sag ich schon. Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Die waren wenigstens witzig. Da waren zwar immer wieder Stellen, die dumm waren. Aber overall hatte ich echt Spaß damit. Ah, Skyward Sword. Das ist einfach nur... Weiß ich nicht, wenn das das erste Zelda gewesen wäre, hätte ich es noch verstanden. Aber Skyward Sword ist wunderschön. Ja, wenn man es anzündet. Dann brennt es wunderschön. La 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 la. Das will er wieder nicht hören. Ist okay. Ja, jeder hat seine Meinung. Ich find's furchtbar. Wenn du Spaß damit hast, ist das ja auch voll okay. Ich hatte keinen Spaß damit. Hackers Lansing ist das Problem. Aber ist nicht das Problem. Aber in dem Dungeon gerade werde ich einfach fast instant von 5 Gegnern gefickt. Oh. Ja gut. Geht Crowdmanagement? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist ewig her. Crowdmanagement so aller Dark Souls. Ich pull nur einen. Mach den dann in Ruhe. Dann den nächsten. Geht das nicht? Wenn nicht, dann natürlich blöd. God of War mit dem Kind ist cringe. Also die neuen. Ja. Ich fand sie gut. Ich hab den Wagen doch gar nicht fertig gespielt. Fällt mir gerade wieder ein, ne? Upsi. Ne, ich mochte. Ich hatte Spaß. Ach stimmt, wir haben Wagen doch nicht fertig gespielt, weil dann Pokémon rauskam. Das ist das Problem, wenn viele Spiele hintereinander rauskommen. Und bei Pokémon hat er dann Pokémon leider den Vorzug. I'm sorry. Ich habe halt keinen Skill. Ich auch nicht. Geht nicht, hab's wieder. Ah, verdammt. Warum no U-Cap? Man sieht übrigens nicht... Könnt ihr das Emote vergrößern, das no U? Ich hab da noch was gemacht an dem Emote. Das ist nicht einfach nur ein Copy-Paste. Ihr habt noch ein bisschen Eigenleistung reingesteckt, ja? Minimal. Genau, Cap postet schon. Ich hab da noch 2 Derps reingepackt. Ich mag das No You. Das ist so schön dämlich. Eine Eigenleistung. Ich habe immerhin noch irgendwas gemacht. Es ist Eigenleistung. Ich habe selbst was gemacht und habe es nicht Milchi machen lassen. So ganz stumpfe Sachen kriege ich auch noch hin. Dave hat mal was gemacht, erstmal im Kalender eintragen. Hey, das ist ein Copy-Paste mit Copy-Paste. Darum geht's nicht. Das ist, Dave's eigener ist ein Copy-Paste per 10 Grad. Ungefähr. Ich habe trotzdem was gemacht. Es war eine kreative Eigenleistung vorhanden. Kreative Eigenleistung bestand hauptsächlich, welches Emote packe ich über das Ding. Ein Pixel von 90% weiß zu 100% weiß ungefähr. Nee, schon noch mehr. Muss ja wirklich drehen. Levelst du gerade oder bist du ein gewisses Pokémon? Nein, wir leveln gerade. Wir haben Madara bekommen, gerade aus der Spielhalle. Und gemerkt, scheiße, Madara hängt 12 Level hinterher. Deswegen. Und weil der Chat gesagt hat, wir wollen grinden sehen und nicht offstream grinden, dann machen wir halt onstream grinden jetzt. Kann man ganz kurz das Team zwischendurch zeigen. Madara haben wir gerade eben aus der Spielhalle geholt. Leider war es Level 18. Dann, nein, nicht fliegen. Dann Amos haben wir auch vorhin frisch gefangen. Schön auf Level 26. Ich habe extra darauf gewartet, das 26er zu holen. Damit wir weniger grinden müssen. Dann Lance ist mittlerweile voll entwickelt. Es hat auch schon so ein fertiges Moveset. Psychokinese, Kopfnuss, Hypnose, Traumfresser. Richtig schön, ja.
Kizaru ist auch da. Nein. Und weil ich mich einfach gegen Nidoking entschieden habe, letztendlich dann doch, auch wenn wir am Anfang eins benutzt haben, haben wir ein Dictree. Weil, warum nicht? Habe ich auch noch nie benutzt. Und man kriegt ein Level 25 Evoli und irgendwie ist es direkt auf den Wasserstein gestolpert. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe nämlich auch noch nie einen Aquana benutzt. Und ich mag Evolutions generell. Deswegen, das ist unser Team. Wir haben gestern die ersten drei geholt und heute die letzten drei. Dann sind wir jetzt fertig. Da fehlt das Schokoei unter dem Eierlikör bei Lance. Nein, Lance hat sich entwickelt. Lance ist kein Schokoei mit Eierlikör mehr. Es sah wirklich so aus. Tramatos Backstride ist wirklich ein Ei, auf das, also ein Schokoei, auf das du Eierlikör ein bisschen drüber geschüttet hast. Das waren nur zwei Steps. Haben wir keine vier Steps Rule? Kam das erst ab Team 2? Ah. Und Cap macht Schabernack, okay. Dave, nächste Evolution zum Geistertyp, also mit Backsteinen. Ich bin gegen dieses Meme. Hört auf, Evolis zu töten. Evolis mit Steinen hauen ist nicht okay. Da muss man doch mal eine Petition machen. Irgendeine. Die Azuria City Konvention. Keine Ahnung. Das Gegenstück zur Genfer Konvention. Deswegen, ja. Kannst du nicht vorher quitten? Die EP werden aber langsam wenig hier. Wir sollten auf eine andere Route ziehen, glaube ich. Probieren wir mal. Die neben Prismania. Könnte aber eng werden. Plug Gengar ist tot. Das wäre Geist auch 2. Gengar kriegen wir ja eh nicht. Ich glaube, Apollo hatten wir uns auch mal kurz überlegt. So, was. Wir haben immer online geguckt, auch was es auf den Routen gibt. Level 20. Oh, wir hätten heilen können sollen müssen. Shit. Das könnte jetzt gut wehtun. Den Crit. Ja, komm. Dann leveln wir vom Boon da auf. Einmal draufhauen. Können wir das aber schnell. Hast du nur eine Attacke, die Schaden macht? Goddammit. Das wird tanky sein, oder? Das war ein Crit? Oh. Ja gut. Du dürftest auch keinen hohen Attack-Wert haben, ne? Also langsam aufpassen. Die Taubsis könnten Wirbelwind bekommen demnächst. Das heißt, sie können uns wegwehen. Dann kriegen wir keine EP mehr. Pikachu ist. Ein bisschen süß ist es ja, muss ich zugeben. Ja, mich. Aber ein Pummeluf mit einem Meteoriten verprügeln ist okay. Es entwickelt. Wir schlagen es ja nicht tot. Wir geben ihm nur einen Stein zu essen. Anders machst du ja, haben wir mit Evoli auch nicht gemacht. Hör auf, Sinn zu ergeben. Naja, von vorne ist jetzt nicht so geil. Von der Seite und von hinten. Arschgewackel macht mich schon ein bisschen an. Es klang falsch. Zwölf Level noch. Oh Gott. So viele Steine füttern, dass es erzwingt. Nein. Kein Stein reicht in der Regel. Hier kriegen wir overall, glaube ich, jetzt mehr EP, oder? Nicht so ganz. Level ist kacke. sollen wir die Arena vielleicht schnell machen? Wir können ja mal reingucken in die Arena. Das ist okay. Ich werfe mit Special an. Ausrufezeichen Boot. Halt die Klappe, Tony. Was jetzt? Psst.
Tobi will immer alles quoten, was ich sage, weil ich dumme Dinge sage. Und VIPs können hier quoten. Und Tobi ist sehr fleißig dabei, meinen geistigen Dünnschiss für die Nachwelt festzuhalten. Der sagt nur dumme Dinge. Das ist gar nicht wahr. Ich habe vorhin ganz viel über die Mechaniken von Pokémon erklärt. Das sind sehr intelligente Dinge gewesen. Warum ist das eigentlich ein Quote? Also prinzipiell, ja, hinter der Aussage stehe ich nach wie vor, aber... Hä? So, wir müssen Boon aber nochmal ablegen. Und wo ist denn unser Bisa da? Brauchen nämlich den Zerschneider. Wenn wir die Arena fertig haben, brauchen wir nie wieder den Zerschneider, ne? Miss Press X verdaubt? Wieso? Was? Was meinst du? Hä? Okay, jetzt haben wir noch kein Fahrrad dabei. Haben wir unser Menü, Und Beutel mal aufhören? Ja. Wie viel Items konnte man mit dem 20, ne? Ich habe doch den einzigen Quote gefunden, der Devs Aussagen Serious klingen lässt. Ja, schon, ne? Das ist der einzig inhaltlich sinnvolle Quote von mir, glaube ich. Und das ist der Nachfolge-Quote. Yay! Gott damit. So, jetzt besuchen wir mich in... Ja, wahrscheinlich in 10 Jahren. Diese Arena ist voller Frauen. Alte Spatteroper, der in die Arena reinguckt. Okay. Wir gucken mal. Madara ist vorne. Ich weiß nicht, wo die Arena leveltechnisch ist halt. Hey, du darfst hier nicht hinein. Das sagen sie alle am Anfang. Gott im Himmel, ich soll's Maul halten. Das dient alles der Unterhaltung, was ich sage. Oh, ist mir das unangenehm. Hey, Burn, immerhin. Nein, Pickel. Von allen Drecksattacken musst du die nehmen. Jetzt sehen wir nochmals vor. So alt bin ich nicht. Ich bin erst 31. Das ist gerade ganz kurz nicht sicher. Ob es Twitch noch in 10 Jahren gibt? Ja. Twitch gab es ja vor 10 Jahren auch schon. Von daher. Haben wir es jetzt? Oh mein Gott, wie viel Runden waren denn das jetzt bitte? Hat er Crit mal dabei? Hey, jetzt kann man auch Hochzugheber einsetzen. Oh, fuck off. Nee. Ich mit einem hab hier eine Ultigaria. Ganze Flashlight-Evolution hier. Au. Man, da. Nee! Wieso das denn? Wäre aber nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Alter. Sag mal, hast du keine offensiven Attacken? Also nicht, dass ich das unbedingt sehen will, aber... Nein, hast du wirklich nicht, oder? Du hast eine Motte angelockt. Was? Das ist Motten-Dave. Bei dir? Ja, dann musst du die Helligkeit ein bisschen runterstellen. Leveltechnisch schwierig, aber machbar. Hendo, ich bin wieder da. Krieg ich einen Bann? Nee, lieber nicht. Nee, für einen Bann muss man sich hier schon anstrengen. Die werden hier nicht einfach so verteilt. Ja, Level 21. Was so random? Darf ich gebannt werden? Das ist hier nicht. Herr Gennendorf-Baum. Hi, danke für den Follow. Oh, verdammte Stachelspore. Ban me, Daddy. Nee. Das kostet.
Ich bann euch für ein Jahr für 500 Euro. 500 Euro Single Donation, Bann für ein Jahr. Ein Deal? Milch imitiert, schön. Mhm. Du bist schon so alt, derjenige, der vorher viel gequotet hat, ist zu beschäftigt. Du bist mitten in der Nacht zu gucken. Nee, der arbeitet. Zuvor hat Bob hauptsächlich gequotet. Das Problem ist, Bob ist halt einfach irgendwann mit seinem Medizinstudium fertig gewesen und ist jetzt wichtiger Arzt. Ist halt schwierig. Wenn du Patienten am Leben halten willst, kannst du halt nicht Dave gucken. Ich würde das machen. Okay, 777 Euro. Machen wir eine schöne. Oder machen wir nur für Fort Bendy? Ja, die Paralyse ist blöd. Durch Paralyse wird der Initiativ halbiert, dadurch bist du in der Regel langsamer als dein Gegenüber dann. Fuck. Na dann. Mich rechnen schon die ganzen Emotes durch, die er dafür zeichnen kann. Ja, was glaubt ihr denn, wo das ganze Geld hinfließt? Im Moment ist es so. So ziemlich jeder Cent, den... Oh, fuck off. Der durch Twitch, durch Donation, durch irgendwas hierher kommt, wird mehr oder weniger an Milchi weitergereicht, sobald sich genug angesammelt hat. Für neue Emotes. Also, ja. Oh, das wird ja sonst nichts. Ich muss die Paralyse aufheben. Wir müssen vorher dran sein. Mach mal halblang. Genau in der Runde. So verdient er also Geld, genau. Anstrengend, Zelda stirbt, Papa stirbt, Tulin stirbt. Wer ist denn Tulin und Link? Gun gewinnen und ah, Spoiler. Was? Ja. Ah, alle tot. Deswegen mit Tears of the Kingdom, also Spoiler jetzt für alle. Tears of the Kingdom, zum Schluss sterben alle. Ganon gewinnt. Und danach gibt es einfach kein Zelda. Das ist der letzte Zelda-Teil, den Nintendo gemacht hat. Weil alle sind tot, vorbei. Die Welt geht den Bach runter. Implodiert, geht komplett kaputt. Gibt danach einfach nichts mehr, der wiederbelebt werden kann. Gibt nur noch Atome. Schon wegen der Aussage gebannt worden, Emotes, die das Spinfliegen bringen, den Stream zum Laggen. Das ist aber ein konstruktiver Hinweis. Hä? Also ich weiß, was du meinst, es gibt immer wieder diese, ich finde das immer okay-ish. Problem ist, das wird halt auch dann ausgenutzt, dass man dann Schmarrn macht. 25. Ich mag es eigentlich, wenn wenig los ist in einem Stream, also optisch. Deswegen, ich sage immer wieder, die zwei in Anführungszeichen Vorbilder, die ich streamtechnisch habe, sind zum einen Roy Funk und zum anderen Divi. Da passiert nicht viel. Funk hat gar keine Einblendung, also wirklich null. Du könntest 100 T3-Subs verschenken. Im Stream selbst würde nichts darauf hinweisen, dass was passiert ist. Das ist zum Zuschauen schon irgendwie angenehm. Zum anderen verstehe ich aber auch dann Leute wie Blacky, die Fullscreen-Party-Alerts haben. Das ist schon auch geil. Kann ich nachvollziehen. Ist aber, wenn es dann in einer gewissen Frequenz passiert, kann das schon nervig sein. Gut, ich bin jetzt nicht so groß, dass hier andauernd ein Alert nach dem anderen reinfliegt, deswegen ist alles okay. Deswegen ist dann zum Beispiel sowas wie bei Divi. Ja, nicht fliegen. Wo die Alerts eben sehr subtil sind. Nicht lang. Gibt ja auch Streamer, der dauert der Follow-Alert schon 15 Sekunden und der Sub-Alert ist eine halbe Stunde gefühlt. Das finde ich immer doch sehr anstrengend zum Zugucken. Und mein Anspruch an mich ist, ich möchte einen Stream machen, präsentieren, wie auch immer, den ich selbst auch gucken würde. Das ist mein Anspruch an mich. Und da ich eben diese Full-Party-Alerts doch ein bisschen anstrengend finde und wenn ich den Stream gucke, dann doch eher den Stream auch eher nebenher gucke und dann so ein Full-Alert mich dann ein bisschen rausreißt immer, mache ich es halt auch nicht.
Und dann kommt sowas wie ein Witz, ne? Giftpuder, na toll. Max fragt seinen Vater, was ist eigentlich ein Alkoholiker? Vater, siehst du die 6 Bäume da? Ein Alkoholiker sind da 12 Bäume. Max, aber da stehen nur 3. Brummts. Jetzt brauche ich den Button. Keine Ahnung. Was passiert hier gerade? Oh nein, das ist schon der Pickel eingesetzt. Das ist los. Die Spinne hat jetzt die Motte gefressen, oder wo ist die hin? Kommt drauf an, welchen Typ Geldgeber du ansprechen willst. Wie mein Moment. Lass uns nicht deine Frau erfahren, dass das Geld nicht an sie geht. Das ist okay. Dann weiß sie. Nein! Verdammt, das war falsch. Im nächsten Teil spielt man Garnon, genau. Ich glaube, der wird auch doppelt gesehen. Ich sehe immer doppelt. Den kenne ich schon mit Mutter und 4 Autos. Die Art der... Achso, das ja. Ja gut, also du meinst, mit Geldgeber meinst du Viewer, oder? Oh, verdammter Wickel! Ist das nervig. Weil für so Sponsoring-Kram bin ich klein und auch ganz ehrlich nicht gewillt genug, irgendwo anzufragen. Zu sagen, hey, Firma XY, ihr macht, weiß ich nicht, Radkappen. Wollt ihr mich sponsern? Da würde ich mich nicht sehen. Warte mal, Gegengifte haben wir sogar noch. Ich bin ja doof. Rhetorische Aussage, bitte nicht kommentieren.